In diesem Video zeige ich dir, wie du in DaVinci Resolve fürs iPad oder auch fürs Desktop mit vielen Leuten gleichzeitig in einem Projekt arbeiten kannst. Damit das Ganze funktioniert, was ich dir heute zeige, brauchst du einen Blackmagic Account. Du musst das einstellen, du musst es einmal einrichten. Ich habe dazu schon ein extra Video gemacht. Den Link zu diesem Video findest du in der Beschreibung. Wenn du in deinem Blackmagic Account eingeloggt bist, ich bin jetzt hier am iPad, du bist eingeloggt, dann siehst du deine Projekte. So, und das, was du machen musst, damit es überhaupt klappt, dass du zusammenarbeiten kannst, ist Schritt Nummer 1, du musst erstmal jemanden einladen in deine Library. Die Library kannst du hier auf Details klicken und dann siehst du hier, du kannst hier Leute mit Share kannst du die E-Mail-Adresse hinzufügen. Ich habe das jetzt hier schon gemacht für meine andere E-Mail-Adresse. Das ist Schritt 1. Schritt 2, jetzt gehst du auf das Projekt, wo du zusammenarbeiten willst, rechtsklick drauf und sagst hier Multiple Use Collaboration. Du musst es anklicken, weil sonst kann man nur alleine in einem Projekt arbeiten. So, das dauert jetzt ein bisschen, bis es abgedatet ist. So, und wenn es abgedatet ist, dann siehst du das hieran, dass jetzt hier oben ein Icon mit so mehreren Personen drauf ist. Das heißt, jetzt kann ich hier am iPad da drauf gehen, Doppelklick. Und immer wenn ich jetzt auf Multiple Collaboration das öffne, wird er dich jetzt auch fragen, in welcher Timeline möchtest du arbeiten, musst du jetzt erstmal auswählen. Warum? Einer kann nur in einer Timeline gerade arbeiten, während ein anderer kann im Color Grading arbeiten. Jetzt bin ich hier drin, kann meine Editings machen und so weiter und jetzt siehst du auch schon hier, jetzt sind da zwei neue Icons hinzugekommen, auch hier am iPad. Nummer 1, ich sehe, wer gerade aktuell in dem Projekt noch mit drin ist. Das bin jetzt ich, Daniel iPad und ich habe eine Chat-Funktion, damit ich mit den Leuten sprechen kann, die gerade auch in dem Projekt mitarbeiten. Jetzt gehen wir mal hier auf meinen Computer, also PC, mein Windows und wenn ich jetzt hier reingehe und mal kurz die Blackmagic Cloud update, einfach nur rüber hovern, also ein Tab und dann das nächste, dann siehst du, ah, jetzt bin ich hier schon doppelt drin. Ich bin übrigens jetzt hier angemeldet mit meinem anderen Account, der Account, komplett kostenlos, da zahle ich gerade gar nichts. Doppelklick. So, gleiche Geschichte, jetzt fragte mich hier, ich sage jetzt, ich möchte jetzt in Timeline 1 arbeiten, sehe jetzt meine Projekte, sehe auch diese zwei neuen Icons hier unten. Ja, wenn wir jetzt hier nochmal drauf gucken, wer ist jetzt gerade drin? Daniel PC und hier am iPad bin ich immer noch eingeloggt, sieht man auch hier. Machen wir mal so einen Chat. Hey, ich starte nun mit Color. Können wir das hier schließen und jetzt fange ich an, Color Grading zu machen. Machen wir hier ein neues Node rein, gehen wir hier in die Curves und machen was richtig crazy. Verändern das mal so ein bisschen so und so und so. Yep, Color Grading, nailed it, perfekt. Jetzt gehen wir hier zurück aufs iPad und ihr wirst feststellen, wenn du am iPad bist, sieht man einmal an dem Clip, wo ich gerade gearbeitet habe, jetzt gibt es hier so ein Update-Symbol oder auch wenn ich zum Beispiel jetzt hier in die Color Page gehe, siehst du, jetzt hat es sogar automatisch schon geupdatet, ansonsten kann man direkt auf das Update-Symbol auch draufklicken und du siehst, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, der hat es im Hintergrund schon abgedatet, kann das schon angucken, sofort mit dem Color Grade, was er erstellt hat. Ich sehe jetzt auch hier den Chat, hey, ich starte mit Color, alles ist klar. Wenn du mit mehreren Leuten arbeiten wolltest, dann war das jetzt vielleicht genau das fehlende Stück, was noch gefehlt hat, damit es funktioniert. Übrigens, du brauchst einen Blackmagic Account, wie man das alles einreicht oder einrichtet. Einer muss auch die 5 Euro pro Monat zahlen, damit man überhaupt eine Library anlegen kann. Man kann aber dann so viele Projekte wie möglich hinzufügen und bis zu 10 Leute können in der Collaboration zusammenarbeiten. Außerdem habe ich auch noch einen Hack rausgefunden, wie du gar nicht die 5 Euro zahlen musst, sondern viel, viel weniger Geld zahlst. Dazu habe ich aber ein extra Video noch gemacht. Ich werde dir beide Videos hier in der Beschreibung verlinken. Wenn dir dieses Video helfen konnte, dann lass uns einen Daumen oben da, abonniere auch unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin Daniel. Mach's gut. Ciao.